Ein Riesenapplaus. Oh ja. Die Vivian und der Christian. Kommt mal hier rein. Setzt euch hier. Oh, wie schick. Ja, komm mal runter. Hier kommt sie runter. Kommt. Du hast aber nette Zuarbeit. Ja. Ihr Lieben, erstens möchte ich mal sagen, was ihr macht. Erstens. Vivian hat so viel vorbereitet in diesem Jahr, vorbereitet, hat mit Eltern gesprochen, hat telefoniert, hat Bahnfahrten, hat Hotel, all das organisiert, hat die guten Ideen gehabt, hat mich diszipliniert, fragt mal euren Vater, was das ist, wenn er das jetzt nicht weiß, und hat immer und überhaupt und alles. Und sagt mir jetzt noch, wie viel Zeit wir noch haben. Nicht mehr sehr viel, aber ich musste dir den letzten Ablaufplan schicken. Ja. Damit alle Leute mal sehen, wie unsere Ablaufpläne aussehen. So sehen die aus. Das ist eine Kindersendung. Wollt ihr das mal sehen zu Hause? So sieht dein Ablaufplan aus. Der ist innerhalb von 3 Minuten gemacht. Dann. Matthias. Ich habe eine Frage. Wenn die Vivian so viel vorbereitet hat, die guten, so viel vorbereitet hat. Was habe ich da noch getan? Deshalb hat sie die Sendung nicht gemacht. Wo sie auch noch so gut aussieht, gell? Ja. Also wir sollten im Nachhinein nochmal drüber nachdenken, Matthias. Das wird ja gerade. Ich frage mich aber, ich möchte der Gina noch als Schreck diesen kleinen Schrumpf. Oh, wie süß. Der kleinen Schrumpf hat sie jetzt geschafft. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Gina, schön, ne? Bist... Ja. Was hat der ein Höschen an? Ein rotes Höschen an? Aber, oh, und eine Nuss. Siehste. Christian. Herzlichen Dank, Handschlag über dem Butterbrot. Ich danke dir. Du hast in diesem Jahr und nicht nur in diesem Jahr in Miniplus eine Rolle gespielt, die wir jetzt nicht weiter erläutern wollen. Wenn es dich nicht gegeben hätte, wäre manches glatt gelaufen. Nein, Christian hat jeden Samstag, also wirklich, hat ab und zu mal einen Tag freigemacht, aber das war nicht mehr. Ja, und dann kann man hat meistens freitags freigemacht. Ne? Kinders, wenn ich euch nicht gehabt hätte, lasst mich das mal ganz ernst sagen, dann wäre das überhaupt nichts gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Komm mal her, mein Mädel. Okay. Und vielleicht bis bald mal. Ich bedanke mich bei allen hier im Studio. Jetzt kommt nämlich das letzte Spiel. Was schönste? Alle. Egal, wo hier im Studio Päckchen sind. Die werden jetzt aufgemacht. Und in einem der Pakete ist ein kleines, so ein kleines Klavier. Wo ich zuerst die Musik höre, der hat dann noch gewonnen. Ob großer oder kleiner. Ros, ran an die Päckchen. Aufmachen. Hier. Ja. Holt euch eins, macht auf. Macht auf. Vivian, du kannst mitmachen. Ja, los, aufmachen. Aufmachen. Und übrigens, für alle Kinder hier im Studio ist eine Eisenbahn dabei. Für mich, nein, nicht für die Kinder. So, komm dir hier hin. So, da bin ich mal gespannt. Ja. Kriegst du nicht auf? Hat der Albert Albatros zugemacht, verstehst du? Oh, ist schon mal nichts drin. Nichts drin. Na? Hey! Oh, pass auf! Hey, guck mal hier. Jetzt bin ich gespannt. Wo erklingt die Musik? Hey, ist das nach? Ja, spiel mal. Spiel die Musik. Spielen. Warte mal. Nee. Wunderschön. Ach, danke schön. Schöner kann Miniplus gar nicht enden. Wir bedanken uns, wir sehen uns sicher mal wieder. Im neuen Jahr gibt es ganz tolle Sachen für die Kinder. Und ich sage tschüss mit den Schlümpfen, mit Albert Albatros und mit allen Kindern und mit allen großen Kindern hier im Studio. Dankeschön. Und jetzt wollen wir mal endlich Nüsse essen. Macht ihr zu Hause, was ihr wollt. Wir wollen jetzt ein paar Nüsse essen. Okay. Tschüss. Wer noch Nüsse? Du auch? Bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Okay. Ja, schmeißt du. Hey. Gib's ihm, gib's ihm. Gib's ihm. Hey. Ja. Hey. Na. Kennt ihr Hausaufgaben? Das sind Sachen, die man machen. Na? Mann! Wisst ihr auch, was Spaß macht?